So, hallöchen meine Lieben und einen wunderschönen Freitagmorgen. Morgen stimmt in dem Fall, es ist 7:15 Uhr, sehr, sehr früh. Ich bin jetzt gerade unterwegs zu meinem Bus, der mich am Regensburger Bahnhof bringt und von dort aus fahre ich dann nach Frankfurt. Denn heute startet ja, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, der erste Teil unserer Tour mit Hugendubel und ich freue mich wahnsinnig. Ich werde jetzt dann im Zug schon auf Steffi treffen und wenn wir dann in Frankfurt angekommen sind, treffen wir dann Phil und Thorsten und auch Franny am Bahnhof und werden dann erstmal wahrscheinlich gemeinsam zum Hotel fahren, unsere ganzen Taschen und alles Mögliche dort abstellen, um dann weiter in die Hugendubel-Filiale zu fahren. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Filiale, die soll ja wunderschön sein. Und ja, werden dann erstmal so ein bisschen die Lage abchecken, bevor wir dann wahrscheinlich wieder zurück ins Hotel fahren, so ein bisschen noch den Samstag durchsprechen, wo ja wahnsinnig viel passiert. Und dann werden wir abends noch schön essen gehen und ich werde natürlich so viel wie möglich für euch an Eindrücken einfangen. Und ich denke, ich werde mich dann spätestens im Zug wieder bei euch melden. So, meine Lieben, wir sind hier in Frankfurt angekommen und wenn ich wir sage, dann meine ich die liebe Steffi. Hallo! Und ich, Steffi ist in Nürnberg in den Zug eingestiegen und wir sind jetzt bis Frankfurt dann zusammengefahren. War eigentlich eine recht ruhige Fahrt, war alles in Ordnung. Jetzt warten wir hier auf Phil und Franny. Die werden so in 10 Minuten circa um 12 kommen und dann werden wir zu unserem Hotel gehen, wo der Thorsten schon auf uns wartet. Und werden wir einfach kurz Pipi machen, alles hinwerfen und dann weiter zu Hugendubel schauen. So, guck mal, wer da ist. Phil ist da. Und Steffi ist auch da. Ja, und jetzt warten wir eigentlich nur noch auf Franny. Und dann, was dann? Dann geht's los. Auf zu Thorsten. Alle mal lächeln. Winken. So, wir sind jetzt da. Da vorne ist unser Hotel. Und Thorsten sitzt davor. Soweit ich das sehen konnte. Moment, ihr werdet ihn auch gleich sehen. Ja. Großes Geschrei. Süß, oder? Ja, total. So, ich bin jetzt hier in meinem Zimmer angekommen. Ich liebe dieses Hotel. Ich bin so, so gern hier. Klein, aber oho, echt schön. So. Hier ist noch mein Bad. Auch echt schön. Und ja, wir werden jetzt so ein bisschen auspacken, unsere Sachen mal kurz durchatmen und dann treffen wir uns unten wieder und gehen dann los zu Hugendubel, um uns die Filiale anzuschauen und noch so ein bisschen uns zu besprechen und uns noch was zum Essen für heute Abend irgendwie zu organisieren. Und ja, ich melde mich dann später auf jeden Fall. Wie es sich für Touristen so gehört, machen wir jetzt erstmal hier ein bisschen Sightseeing. Was heißt Sightseeing? Wir sind jetzt hier auf dem Dach. Das Skyline. Wie heißt das Shopping Center? Was? Das ist die Skyline. Genau, die Skyline. Und da gehen wir jetzt hoch, um die Aussicht zu genießen. Und ich laufe jetzt einfach Thorsten hinterher. Wir shooten hier jetzt ein bisschen. Franny ist das Model und Philipp ist der Fotograf. Und das Model nimmt ihren Job nicht so ernst. Ja? Der Fotograf gibt aber auch keine genauen Anweisungen. Es ist jetzt mittlerweile, wie spät? 15.20 Uhr und wir waren immer noch nicht bei Hugendubel. Mensch. Sowas von unproduktiv, wie wir heute wieder sind. Steffi ist im Primark, da war ich auch gerade. Eine halbe Stunde. Thorsten hat sich ferngehalten. Oh, ja. Also Thorsten wollte nicht, wir konnten ihn nicht überzeugen, aber wir waren drin. Ich habe auch was gekauft, natürlich. Und jetzt geht's dann aber wirklich mal zu Hugendubel, ne? Jetzt wird's dann wirklich. Wir brauchen Bücherintus. Ja, jetzt wird's dann wirklich Zeit. Natürlich. Genug von Klamotten hin zu Büchern. So, Ziel erreicht. Einmal alle feiern. Konfetti. Es riecht nach, ich wollte es jetzt gerade sagen, es riecht nach Buch und es gibt keinen besseren Geruch auf dieser Welt und das sage ich, ne? Ihr wisst ja, ich bin duftkerzensüchtig, aber es gibt keinen besseren Duft als der nach ungelesenen Seiten, sage ich immer und immer wieder. Und jetzt hoch zu unserem Empfehlungstisch.
und ich bin total aufgeregt. Oh, ich habe schon ein Foto gesehen, das war schon so cool. Oh mein Gott, Leute. Oh. Ich raste vollkommen aus. Oh Mann. Scheiße. Das ist natürlich echt richtig geil. So, wir sind jetzt hier in dieser gigantischen Hugendubel-Filiale. Und wir trinken jetzt erstmal einen Kaffee und kommen erstmal runter, weil wir irgendwie alle total Bam sind. Ja, Phil erzählt's auch. Ihr seht es also quasi jetzt dann. Ja, okay, stimmt. Ja, egal. Also auf jeden Fall sind wir alle völlig. Und wir haben jetzt unseren Keynesianer-Tisch gesehen und jetzt gibt es erstmal Kaffee und. Das hast du gerade schon gesagt. Das ist, ich weiß. Ich wiederhole mich, ne? Ja, ich bin echt verwirrt, aber es ist auch echt gigantisch. Ich filme euch das jetzt mal hier ab, dann wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. So, wir bekommen jetzt eine offizielle Führung durch diese wunderschöne Filiale. Und wir fangen ganz oben an und werden jetzt erstmal hier so ein bisschen durchgeführt, weil es ist echt super schön, aber riesengroß und auf den ersten Blick auch total unübersichtlich, wenn man da noch nie war und keine Ahnung hat. Ja, ich nehme euch auf jeden Fall ein bisschen mit. Das ist der Herr Lauer. Hallo. Und der Herr Lauer führt uns jetzt durch diese wunderschöne Filiale. Das mache ich mal. Ja. Über Musik ist, da ist ja schwierig. Sport. Die Marktsituation bei King ist so, dass die neu erscheinenden Bücher immer sehr, sehr gerne gekauft werden. Sehr, sehr gerne gekauft werden. Aber der Zufluss zur Backlist von Kunden ist nicht gut. Da habt ihr noch sehr viel Arbeit zu tun. Wirklich einfach. Oh ja. So, wir sitzen jetzt beim Essen. Sandra ist auch da. Spannend. Und wir haben alle bestellt. Mexikanisch. Ja. Und es ist Happy Hour. Und es ist Happy Hour. Tequila. Jeder Cocktail nur 6 Euro. Im Tequila. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sitzen jetzt gerade. Morgen, Steffi. Morgen, Philipp. Morgen. Wir sitzen jetzt gerade vor unserem Hotel und ja, wir gehen oder beziehungsweise fahren wir eigentlich. Fahren jetzt gleich los in die wunderschöne Hugendubel-Filiale, wo wir ja gestern schon waren. Und heute haben wir einen sehr straffen Zeitplan. Also, wenn wir ankommen, dann werde ich mich eh nochmal bei euch melden und euch nochmal genauer sagen, was wir da heute eigentlich alles machen. Wir sind auf jeden Fall eigentlich den ganzen Tag voll beschäftigt und abends ist ja der Hangout. Und da sind wir dann allein in der Hugendubel-Filiale und. Ja, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich komplett alleine in einer Buchhandlung bin. Wobei, wenn du dann in bist der Früh allein. Am Morgen mal. Ja, gut, aber. Du bist nicht allein. Aber wenn du. Wenn du träumst von deinem. Okay, ich würde sagen, wir hören uns später nochmal. Ja. Das geht rechts und wir fahren drin. Das hat nur super. Die Keynesianer schnallen sich an. So, Phil und ich fahren jetzt in den ersten Stock zur Belletristik und bekommen dann da unsere erste Führung, würde ich sagen. Unsere Einweihung. Und ja, ich bin etwas nervös. Essen ist von dem sozusagen die Arbeit losgeht. Wir haben es so, dass wir vorab Leute haben, die die Bücher nach bestimmten Adressen stockwerksweise schon sortieren. Der zentrale Punkt, wo das sozusagen hier im ersten Stock stattfindet, ist von hier aus. Wir haben dann entsprechend der Warengruppen die kleinen Wägelchen mit Kochen, also mit es gibt
Hobby, der jetzt allerdings schon vorbereitet ist, ins Erdgeschoss verbracht zu werden mit Politik und Zeitgeschichte. Und halt den großen Wagen für die Bälle, der in einem Sprung schon dort ist. Im Prinzip sortieren wir sozusagen auf die Wägen vor, damit man nicht, was wir eine Zeit lang auch hatten, so sehr lange Laufwege hat und immer mit einzelnen Büchern hin und her laufen muss. Sondern hat praktisch das schon so vorkonfektioniert, dass das Verräumen so ein bisschen auf einen Fluss geht. Und das ist praktisch das, was wir jetzt zu tun haben, weil logischerweise neben dem Betreuen der Kunden das Wichtigste ist, dass die nachbestellte Ware oder auch die neue Ware möglichst schnell an den Ort kommt, wo man sie dann finden und erwerben kann. Ich habe ein Hugendubelschild. Ich auch. Vielleicht. Ich hätte da mal eine kurze Frage. Ja, sehr gerne. Wie diese Bücher da jetzt zum Beispiel aufgestellt werden. Habt ihr da irgendwelche Vorgaben, also wie das jetzt so genau aufgestellt werden muss hier? Also wie sie liegen, aber dass jetzt hier zum Beispiel das hier so steht und dass das jetzt hier aufeinander gestapelt ist und das wieder steht oder so? Also oder? Es gibt auf alle Fälle Vorgaben dahingehend, dass man im Prinzip nach der Wichtigkeit der Titel und nach der Struktur des Möbels, auf dem man die Titel verbaut, sozusagen das als Regel nimmt. Mhm, okay. Das heißt, viel zitiert sind ja die schönen Wasserfälle, die man sozusagen am Anfang hat, wo ein Titel wegen mir über eine ganze Tischseite runtergeht oder zumindest so doppelt präsent ist. Ist aber auch so ein Magnet, ne? Also man guckt richtig, sofort hin. Richtig, wenn du das wäre, das ist halt so. Und wenn es dann in das Kleinteiligere geht, ist es eigentlich eher hier im Haus eine individuelle Ästhetik, die funktioniert. So, die erste Aufgabe, die wir jetzt haben, und zwar alle drei, kommt mal her, ist, dass wir jetzt die Bücher, die jetzt hier auf diesen Tisch aufgestapelt werden, dahin räumen, wo sie auch hingehören. Und ja, ich bin mir fast sicher, dass wir ein paar Fehler machen. Hat sich auch in Stephen King hier verlaufen, aber der kommt dann nach unten ins Erdgeschoss. Da ist den nämlich, werden wir eigenhändig dahin bringen. Den werden wir eigenhändig dann runterbringen. Philipp in der Ausbildung bringt das Buch jetzt in den ersten Stock, in das Erdgeschoss, wo Steffi und Thorsten gerade sind und übergeben. Ja, ich komme mit. Wir bringen mal eben das Buch runter. Ja. So, ich habe jetzt meine ersten beiden großen Stapel Bücher schon auf die jeweiligen Tische eingeräumt und ich mache jetzt direkt mal weiter. Ja, hier liegt noch jede Menge, was sortiert werden muss. Ich habe Hilfe. Phil und Franny tun hier auch schon ihr Bestes. Ja. Mhm. Aber wir sind noch lange nicht fertig. So. Und jetzt stellen wir ihn mit rein. Jetzt müssen die anderen gucken, dass ich die wieder daneben, wo die auch waren. Da ist nochmal Sparks. Und hier ist nochmal Sparks, aber der passt jetzt nicht mehr mit rein. Wenn man so ein bisschen, weil das ja mehrere sind, dass man die irgendwie so macht und das ein, nein, es geht gar nicht. Das, ja, aber dann muss das quetschen, das muss man quetschen, oder? Das geht einfach auch nicht. Zu eng. Also das Rätsels Lösung war ganz einfach. Wir haben einfach alles ein bisschen nach oben verfrachtet und somit hatten wir jetzt hier noch Platz für wie ein einziger Tag. So, wir haben jetzt die Abteilung gewechselt. Wir sind jetzt im Erdgeschoss bei der lieben Kerstin. Und die Kerstin führt uns jetzt hier im Erdgeschoss rum und zeigt uns auch noch alles Mögliche. Und wir stellen natürlich auch wieder Fragen. Ich hoffe, dass ihr Fragen stellt. Ja. Erstmal eine ganz, ganz wichtige Frage, die mich ja immer interessiert. Wenn jetzt ein Kunde kommt und mich jetzt zum Beispiel fragt, Sie, worum geht es jetzt in diesem Buch? Ist das gut? Und ich weiß es aber nicht, weil ich es nicht gelesen habe. Ich habe keine Ahnung, ich kenne es nicht, kenne den Autor nicht. Sag ich dann, ich kenne es nicht? Oder wie reagiere ich dann? Also, weil es ja auch blöd ist, ich sage, keine Ahnung. Eigentlich kommt es darauf an, was das für ein Kunde ist. Also man kann ja irgendwie Menschen auch so ein bisschen einschätzen. Als Buchhändler kann man die meisten Bücher auch einschätzen. Also du weißt ungefähr, wo es hingeht, in welche Richtung. Wenn demjenigen das gefallen hat, dann gefällt ihm auch das. Das heißt, du würdest erstmal fragen, in welche Richtung es gehen soll. Was hat ihm gefallen, was hat er gerne gelesen? Und dann kann man in die Richtung was empfehlen. Okay. Ich persönlich finde es nie verkehrt, ehrlich zu sein und zu sagen,
Ich kenne das Buch. Ich kenne es nicht. Ja, ja, du kannst aber ja eh nicht so viel dazu sagen. Ich kenne das Buch nicht. Danach darf kein Punkt sein und ja, klar, so, jetzt kann ich Ihnen nicht weiterhelfen, sondern ja, dann muss man eigentlich erst anfangen zu reden. So, mhm, ne? Ja, okay. So, ihr Lieben, wir sind jetzt gerade noch bei Horror und Fantasy und Science Fiction, gehen aber jetzt dann hoch zu den Jugendbüchern. Also wir holen uns jetzt erst einen Kaffee und dann gehen wir zu den Jugendbüchern, weil da waren wir noch gar nicht, auch gestern nicht, und gucken uns da nochmal an, wie da so die Tische belegt sind, wie die Bücher dort, ja, aufgestellt sind und so weiter, und gucken uns da einfach nochmal die Regale an und lassen uns da auch nochmal ein bisschen was erklären. Wir hatten jetzt gerade schon super interessante Gespräche wegen der Bestsellerlisten, die von Spiegel quasi empfohlen werden oder aufgestellt werden, und dann auch nochmal von Hugendubel selbst, also was sie quasi als Bestseller vorne dann direkt im Eingangsbereich legen, und den Unterschied dann nochmal zu gucken, war sehr, sehr interessant. Ja, also sehr viel System steckt dahinter, und ja, es ist, gibt viele Überraschungen. Unglaublich viel System, ja, eigentlich. Verrückt. Ja, jetzt fahren wir auf jeden Fall einen Kaffee holen und dann fahren wir hoch zu den Jugendbüchern. Sind die nicht unten? Oder unten. Oh Gott, runter. Ja, es ist so groß. Anni ist raus. So, wir sind jetzt beim Essen mittlerweile. Also, Getränke haben wir schon, Essen noch nicht. Was isst Thorsten? Ich esse einen Döner-Teller, ohne Knoblauch. Ja, wir essen alle ohne Knoblauch, weil wir müssen ja jetzt dann nochmal zurück zu Hugendubel, sonst werden wir alle fristlos entlassen. Danke sehr. So, ich teile meinen Döner mit zwei Spatzen. Ja, einfach bitte genauso. Das finde ich total süß, dass du schon... Also, wir drei Mädels hier gucken jetzt gerade... Royal Wedding. Die Royal Wedding, ist ja ganz klar. Und wir sind zutiefst berührt. Ja, ich weine. Muss sein. So, jetzt ist es kurz vor drei. Wir gehen jetzt wieder in Hugendubel. Wir waren jetzt essen und jetzt geht's ab an unseren Beratertisch. Den habe ich euch, glaube ich, gestern auch schon kurz abgefilmt. Der sieht so toll aus. Und ja, da werden wir jetzt hochgehen. Wenn wir uns jetzt treffen mit Steffi, von der haben wir uns jetzt kurz getrennt. Die war woanders essen. Und ich bin total gespannt und aufgeregt. Und es sind auch schon ein paar Leute da. Und die uns sehen wollten, freut mich auch total. Der Laden ist gut voll. Ich bin gespannt. So, also das ist jetzt quasi unser Keynesianer-Tisch, wo unsere Buchempfehlungen liegen. Und hier, ja, das habe auf jeden Fall ich empfohlen, der Marsianer, das weiß ich. Fire and Frost auch. Großartiges Buch. Dann kommen wir hier zu Red Rising. Das hat Phil, glaube ich, auf der Liste. Dann kommen wir hier rüber zu Terror. Das ist auf Thorstens Liste auf jeden Fall. Dann haben wir hier, ja, das habe ich auf jeden Fall auch wieder empfohlen. Das ist Phil. Ja, ein wenig Leben. Ich glaube, das könnte von mir und Phil sein. Ich glaube, das hatten wir beide auch auf der Liste. Das war Steffi, meine ich. Ja, also ein ganz, ganz toller Tisch. Wunderbar zusammengestellt, finde ich, von Hugendubel. Ganz, ganz toll arrangiert. Auch hier nochmal. Und die zwei schönen Lampen. Passt super gut. Finde ich total schön. Und hier haben wir natürlich, ja, die Kings. Nein, wir sind ja vier. So, jetzt ist hier schon ein bisschen was los und ich habe eine ganz, ganz tolle Abonnentin von mir getroffen und sie ist 14. Ja. Und guck mal, was sie liest. Jetzt halt euch das mal. So, einen historischen Roman. Ich möchte das jetzt mal festhalten, ja, weil das ist ja, ach Quatsch, das ist ja nicht üblich. Ne, normalerweise liest man ja so historische Romane jetzt nicht so mit 13, 14 mehr auf Jugendbuch. Und ich freue mich gerade total, dass sie sich einen historischen Roman ausgesucht hat, den ich auch noch nicht gelesen habe. Aber das ist super. Ich freue mich. So, ich stelle euch jetzt mal diese ganzen tollen Menschen vor, die jetzt hier da sind. Hallo, ich bin der Chris. Der Chris ist da. Und? Die Alina. Die Alina ist da. Und guck mal, wer hier noch alles ist. Sag mal alle Hallo ins Video. Hallo. So, wir sind jetzt bei Hugendubel durch erstmal und sind jetzt beim Abendessen. Und ja, wir besetzen eigentlich so das ganze Lokal, so gesehen. Aber wir sind jetzt auch ein bisschen ausgehungert und werden jetzt was Leckeres essen, was Mexikanisches. Und ja, da waren wir gestern schon, ist total lecker. Und dann geht's wieder zu Hugendubel, weil dann laufen ja dann die Vorbereitungen für unseren Hangout. So, ihr Lieben. Was machst du? Fuime. Fuime.
Wollen wir da machen. Ja. So, also wir können jetzt ein bisschen bayerisch den Hangout ankündigen, ja, hier in bayerisch. Dem Club. Also jetzt geht's dann los, gell? Ja. Ja, freilich. Ja, freilich. Ja, also jetzt nochmal auf Hochdeutsch für alle. Wir sind jetzt wieder in Hühnrubel und bereiten jetzt, oder es wird vorbereitet für uns für den Hangout. Genau, und dann geht's los. Und Thorsten, bist du nervös? Ja. Ein bisschen nervös. Willst du Stroh? So, meine Lieben, das, was Franny da in ihrer Hand hat, das ist eine Weltpremiere. Denn was da in diesem Umschlag ist und jetzt kommt... Der Prolog unter dem Prolog. Der King unter den Kings. Du weißt, dass das alles ins Video kommt, ja? Gut. Ich meine ja nur. Und das, was er schreibt, ist in diesem Kuvert. In diesem versiegelten Kuvert. Denn es ist der Prolog... Weltpremiere. Der Prolog seines neuen Buches. The Outsider. Richtig. Ja. Und wir bekommen den jetzt zu lesen. Seid ihr gespannt? Ich bin eher sprachlos. Filiale langsam sehr still. Es leert sich und es wird jetzt schon so ein bisschen gruselig. Also, ja. Willst du einen Luftballon haben? Georgie? Wir fliegen hier unten. So, ihr Lieben, jetzt ist es kurz nach 12. Der Hangout ist jetzt zu Ende und ich bin wirklich total fertig. Aber ich wollte mich jetzt einfach nochmal bei euch melden und euch nochmal die Buchhandlung hier zeigen, wenn wirklich nur noch 6 Leute hier sind. Es ist irgendwie total gruselig, aber irgendwie total schön. Ja, und jetzt packen wir hier noch unseren Kram zusammen. Wir kommen zwar morgen nochmal, aber wir räumen jetzt noch ein bisschen auf und dann geht's ins Hotel. Also das ist nicht friedlich, wenn die gewonnen haben. Oh mein Gott! So, guten Morgen, meine Lieben. Es ist Sonntag, kurz nach 9. Wir stehen jetzt hier vor unserem Hotel und fahren jetzt dann mit dem Taxi zu Hühnrubel. Denn auch heute sind wir noch mal einen halben Tag in der Filiale. Sonntag, also auch wieder ganz allein, genau wie gestern Abend. Und werden ein paar tolle Videos drehen, ein paar Challenges machen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es heute werden wird. Wir haben uns natürlich vorher schon überlegt, was wir alles machen wollen. Und ja. Aber husch, mich mal in die Runde. Winken! Sind die noch da? Yeah. Hinein in die heiligen Hallen zum dritten Mal. Hier ist die Challenge startet. Meine Aufgabe ist jetzt. Jetzt pass auf, wie wir hier rumlaufen. Habt ihr das gesehen? Ihr habt einen Einkaufskorb, genau wie ich im Übrigen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, wir müssen jeweils für den anderen 2 Bücher aussuchen, wo wir glauben, ja, dass es was für denjenigen ist. Ich habe jetzt hier schon in meiner Tasche 2 Bücher für Phil. Ich lasse euch mal ein bisschen reingucken. Ja, ihr seht es jetzt dann eh noch. Und jetzt bin ich gerade unterwegs für Thorsten. Für Thorsten habe ich auch schon 1, ist nur in der anderen Tasche. Und jetzt mache ich mich mal auf den Weg in die Sachbuchabteilung. Weil ich glaube, für Thorsten ist ja immer so, Sachbücher liebt Thorsten ja, genau wie ich eigentlich. Aber ich muss mich jetzt mal umgucken, was für ein Sachbuch für Thorsten jetzt. Wir starten jetzt mit der ersten Challenge. Ich fange an und Thorsten wird mir jetzt gleich die Augen verbinden. Blinde Kuh-Challenge sozusagen. Blinde Kuh ist aber auch irgendwie blöd. An 3 Ringer. Von jedem deiner Kingsianer-Kollegen an 1. Kannst du nochmal von vorne anfangen? Ja. Wir beginnen jetzt mit der ersten Challenge. Ich fange an. Thorsten verbindet mir gleich die Augen. Das Ganze ist eine blinde Booktube-Challenge. Und ich werde von jedem meiner Kingsianer-Kollegen an ein Regal geführt und werde dann sozusagen mit heiß, kalt, an das Buch herangeführt, wo die Ladies und Gentlemen denken, dass ich es mögen werde. Ja. Gut. Und nun? Los geht's. Da. Oh Gott. Und bevor jemand fragt, nein, ich sehe absolut rot und sonst nichts. Du kannst, wir laufen jetzt erstmal ein Stück. Komm jetzt da nicht treffen oder mach mal sowas. Mach mal eben deine Klappe hoch. So, jetzt komm mal mit. Dann geht das ein bisschen zügiger. Ihr führt mich jetzt zum Ausgang und stellt mich vor die Tür. Ja, genau.
Streck mal einmal deine Hände aus. So. Und jetzt langsam. Und jetzt fangen wir an zu tasten. Ist das was Schweinisches? Ja. Ja. Das ist Trump. Ja. Morning has broken. Hat die Couch ein Ende? Jetzt. Dann machst du den jetzt. Komm, gib mir Hand. Achso, jetzt bist du soweit. Jetzt, wo es bequem wird. Jetzt in die. Ja, so in etwa hier, glaube ich, stehst du. Cool. Theoretisch sogar noch ein bisschen höher. Da bist du nur. Kannst du denn am Geruch erkennen, welche Abteilung wir hier sind? Wir sind bei Science Fiction. Ja, du überlegst jetzt, hättest du das gerne? Ich glaube, es könnte dir gefallen. Es ist halt extrem dick. Das ist jetzt nach. Hast du Angst vor dicken Büchern? Nein. No. Okay, dann hat sie schon mal das. Ja. George R. Martin geht immer. So, ich führe jetzt Paddy an ein Regal und du musst dann einfach blind mal gucken, ob du dort ein Buch findest, das dir gefällt. Ich habe noch keinen so richtigen Plan. Okay. Aber wir machen das einfach mal. Hier ist eine ganz schmale Gasse. Ja. Das fühlt sich nach Thriller an. Aha, von wem? Warte mal. Es riecht nach Thriller. Es fühlt sich nach Thriller an. Es fühlt sich nach dunklem Cover an. Nach dunklem, düsterem Cover mit weißer Schrift oder wahlweise schwarzer okay, Schrift. Okay, aber was für ein Tier ist auf dem Cover? Ein Eichhörnchen. Nein. Es ist kein Fitzek. Nein. Aber was hat er denn gerade für ein Buch geschrieben? Der Fitzek. Nein, der größte deutsche Thriller-Autor. Frau Herrschätzing. Ja, was hat er denn gerade? Der. Ah, es ist ein Schmetterling vorne drauf. Das Böse in deinen Augen, ein Psychothriller. Egal. So. Und was ist das denn? Zweimal, das ist das Regal. Es riecht nach Biografie, Erfahrungsbericht, historischen Roman. Nein. Wunderbar. Also wir sind hier in der naturwissenschaftlichen Abteilung. So, hier bin ich eigentlich Buch, sicher. Bist du auf der hier bin ich Seite. Gut. Ja, guck jetzt. Also, ich bin jetzt auf jeden Fall durch und ich schwitze. Und Steffi, die Arme, die mit meiner Kamera unterwegs ist, schwitzt auch. Und eigentlich schwitzen alle. Also, ich habe einmal George R. Martin, Wildcards. George R. Martin, kann man nie genug haben. Dann einen Psychothriller, da hat mich Phil hingeführt, Das Böse in deinen Augen. Und Douglas Preston, Die Stadt des Affengottes. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. So, da ich jetzt fertig bin mit meiner Challenge, ist jetzt Thorsten dran. Ich freue mich. So sieht's aus, wenn die Kingsianer nach 2 Tagen fast fertig sind. So, nachdem die erste Challenge jetzt durch ist, machen wir jetzt weiter mit Challenge Nummer 2. Und dieses Mal bin ich diejenige, die an meine Kollegen hier hinten jeweils 5 Fragen stellen darf zu Büchern, die die für mich jetzt hier ausgesucht haben. Und das mir dann aufgrund der Antworten mehr zusagt, ja, das habe ich mir dann offiziell ausgesucht. Phil war schon dran und ich habe festgestellt, es ist nicht ganz so einfach. Deswegen fangen wir jetzt direkt einmal an. Konzentration. Ich bin sehr gespannt. Wer sitzt jetzt da eigentlich hinter mir? Hier Thorsten, hier Phil, hier ne? Phil. Was denn? Es geht ja nicht um den Inhalt. Es geht ja nicht um den Blogger. Es geht um den Inhalt seit wann? Ein schönes Cover. Okay. Es glänzt. Kann ich losstarten? Ja, es geht schon los. Ich habe keine Ahnung, was ich fragen soll. Ja, eben. Okay, aus welchem Genre, in welchem Genre sind wir denn jeweils? Es steht bei mir Roman drauf. Es geht in eine Horrorrichtung, würde ich sagen. Aha. Ich sage einfach nur Bibliotheca Universalis. Okay, ich stelle die nächste Frage. Männlicher, weiblicher Autor, Autorin? Männlich. Männlich. Und hatte ich eins der beiden schon in der Hand die letzten Tage, Stunden? Ja. Zu welchem der beiden würde mir denn Steffi eher raten? Oh, das ist ganz schwierig, aber auch eine gute Frage. Zu meinem. Ich nehme Thorsten. Okay, dann zeig du deins erst. Das entgeht ihr leider. Scheiße! Guck doch, was Thorsten hat. Okay, kann ich nun losstarten? Ja. Fangen wir doch wieder mit der guten Frage an, welches der beiden Thorsten eher lesen würde. Oh. Paddy, ich muss dir sagen, ich würde beide lesen. Welches Genre? Das ist für mich immer wichtig. Ebenfalls ein Roman.
historisch Roman. Ja, wir sind hier 18. Jahrhundert. Bei mir ist, glaube ich, einfach nur Roman auch. 20. Jahrhundert, glaube ich, bei dir, oder? Steht hinten nicht drauf. Würde ich jetzt mal schätzen. Aber würde ich auch denken. Vielleicht 21? Okay. 21 sogar. Also Gegenwart. Okay, welche Farben auf dem Cover? Blau, weiß, gelb. Farblos. Gibt's fantastische Dinge? Fantasy? Nein. Bei meinem nicht. Steffi? Jein. Ja. Okay, dann weiß ich, ich kann eigentlich eh schon sagen, dass ich Steffi nehme, weil ich glaube, dass ich weiß, was Steffi in der Hand hat. Sind die Bücher hier, oben? Ja. Beide? Ja. Mist! Männlich, weiblich? Männlich. Okay, ich entscheide mich jetzt einfach ganz spontan für Steffi. Gott sei Dank! So. Okay, letzte Runde. Seid ihr bereit? Ja. Okay. Welches der beiden Bücher hat das romantischere Cover? Meins. Ja. Ist es komplett, also ähnelt sich das irgendwie, oder ist es komplett auseinander? Ja, komplett auseinander. Okay. Also, Panni ist in ihrem Gedankenpalast. Mhm. Oh. Bitte nicht stören jetzt. Welches der beiden würde Phil lesen? Thorstens. Ja. Gut. Okay, jetzt kommt die alles entscheidende Frage, weil ich glaube, ich weiß, was Steffi in der Hand hat. Hat es irgendwas mit dem zu tun, was gestern so am Fernsehen kam? Nein. Was kam denn gestern? Fußball? Nee. Dum, 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 dum. Ich hab noch keinen Buch in der Hand. Ja. Oh. Was hattest du denn in der Hand? Ach, ausgerechnet das. Ich will halt beide. Okay, also ich habe jetzt auch meine drei. Einmal Royal Hearts, einmal die letzte Reise der Meerjungfrau oder wie Johann Norbert Hancock über Nacht reich wurde und einmal Leonardo da Vinci. Ja. Bin sehr glücklich und jetzt bin ich gespannt, wer kommt als nächstes. Wer sitzt als nächstes auf dem Stuhl? Was Thorsten macht. So, ihr Lieben, wir haben jetzt unsere Challenges auch abgedreht und stehen jetzt vorm Hugendubel, alle mit ihren Koffern, und die sind jetzt doppelt so schwer wie vorher, weil wir die Bücher noch mit drin haben. Und jetzt geht's zum Bahnhof, und ja, Steffi und ich fahren als erstes ab, Phil kurz nach uns, Franny ein bisschen später, Thorsten ganz spät, und wer hier bleibt, leider hier bleibt, den können wir nicht mitnehmen.